Willkommen zum Profil-Talk. Wir werfen wieder einen Blick in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. In der neuen Ausgabe die Titelstory, ein Streitgespräch über Corona. Und darüber spreche ich heute mit Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Sebastian, ich starte gleich mit dir. Wer hat dieses Gespräch geführt und wie ist es verlaufen? Das Gespräch, also gestritten, haben Rosi Schweiger aus der Innenpolitikredaktion und Alwin Schönberger, Ressortleiter Wissenschaft. Ich habe es moderiert. Und war ganz begeistert, weil ich tatsächlich keinen Streit schlichten musste. Das haben die beiden sehr gut selbst hingekriegt. Also man hat hart argumentiert, aber sich am Ende dann doch nochmal mit Abstand die Hand gegeben sozusagen. Mhm. Die Idee hinter dem Ganzen war Streitfall Corona. Also das Thema polarisiert wirklich wie kaum ein anderes oder eigentlich kein anderes. Die Gräben verlaufen quer durch die Gesellschaft und teilweise quer durch Familien und Freunde trennen sich, weil sie über Corona in Streiten kommen. Also es ist wirklich gravierend. Und natürlich streiten wir auch in der Profilredaktion. Um dieses ganze Thema mal so zu fassen, haben wir beschlossen, das heißt, uns selbst ein bisschen in die Auslage zu stellen, rauszuhängen mit dem Thema und eben über Corona zu streiten. Warum ist denn Corona so ein Streitthema? Warum polarisiert dieses Thema so massiv? Einfach zu beantworten, es gab in den letzten 50, 60 Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, kein globales, aber auch kein lokales Gesundheitsproblem, das damit vergleichbar ist. Zum Teil hat sich das ja über die letzten Monate auch geändert. Am Anfang, als man gehörte von Einzelfällen auf Kreuzfahrtschiffen oder auch in China, hat es ja niemand wirklich ernst genommen. Auch wir Journalistinnen und Journalisten mussten da schnell mal lernen, dass es hier ein Problem gibt. Alle waren überrascht davon, wie schnell dieses Virus ausbreitet. Und damit leben wir noch. Man kann die Phase damals, anfangs März, April, also den Lockdown nicht vergleichen wie jetzt. Damals war das für jeden ein sehr gefährliches Abenteuer. Man glaubte allerdings, dass es auch ein Ende finden wird und der Schatten, der nun über dem Land liegt und in dessen Schatten und in dem Schatten, in dem auch gestritten wird, den gab es damals nicht. Damals war viel zu viel unklar. Inzwischen wissen wir, dieses Virus ist ansteckender als fast jedes andere Virus, etwas übertrieben jetzt. Andererseits ist die Krankheit natürlich nicht vergleichbar mit anderen Krankheiten, die von einem Virus ausgelöst werden. Und kaum eine andere Krankheit hat einen derartigen Einfluss auf das Privatleben, auf das berufliche Leben, auf die Weltwirtschaft und auf die Gesundheit der Menschheit, ja kaum eine andere Krankheit. Kein Wunder, dass das dann so polarisiert, zumal wir mit dieser Situation noch sehr lange leben werden. Sebastian, Spekulationen nehmen ja völlig überhand, laufen auch völlig aus dem Ruder. Man weiß ja nicht mehr, was man glauben soll. Wie kann man sich da irgendwie noch neutral informieren? Man kann sich natürlich neutral informieren, also zum Beispiel im Profil, würde ich jetzt einmal sagen. Aber es stimmt schon, die Faktenlage ist natürlich verwirrend. Also das liegt natürlich daran, dass diese Pandemie noch sehr jung ist, die Krankheit noch nicht bis zum Ende erforscht. Also über die Grippe wissen wir sehr viel. Wir können gegen die Grippe impfen, bei Corona ist beides nicht der Fall. Natürlich fühlen sich auch Leute berufen, hier Aufmerksamkeit zu erlangen, indem sie wilde Spekulationen auch in die Welt setzen. Und das ist natürlich jetzt auch relativ einfach. Also ich kann ein YouTube-Video drehen und mich als Experten oder Expertin verkaufen und werde mutmaßlich von sehr vielen Leuten gesehen und vielleicht sogar ernst genommen. Mhm. Und also diese Medienkompetenz geht uns ja ein bisschen flöten, leider. Darüber kommen dann tatsächlich solche Debatten auch zustande. Medien und Politik werden ja zusehends auch das Feindbild. Warum? Vielleicht gerade deshalb, weil die Gefechtslage zwischen den Wissenschaftlern, die angenommen wird, im Wald nicht vorhanden ist. Die Wissenschaftler sind sich auf Basis des Wissens, das es gibt, ja in vielen Fragen einig. Vor allem sind sie sich auch darüber einig, was sie nicht wissen. Und das ist wissenschaftliches Herangehen. Das heißt, vieles ist unerforscht. Bei manchen Dingen hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wissen und da ist alles relativ klar. Viel komplizierter ist es in der Frage, was mit diesem Wissen gemacht wird. Darum geht es auch sehr stark in diesem Streitgespräch. Also was sind die richtigen Maßnahmen, die die Politik setzen muss,
Und was sagt der Journalismus, der diese Maßnahmen zunächst einmal verbreitet und dann auch kommentiert? Was sagen die Medien dazu? Ich glaube im Übrigen nicht, dass die Medien in diesem Fall so stark wie etwa 2015 in der Migrationskrise, dass die Medien nicht so sehr im Kreuzfeuer der Kritik stehen, wie es die Politikerinnen und Politiker tun. Da wird ja tatsächlich darüber diskutiert, ist es sinnvoll, die Maßnahmen, die ab Freitag gelten, sind Masken in allen Fällen gerechtfertigt, ist ein schwedisches Modell eine Möglichkeit, warum gehen die Zahlen ausgerechnet in Slowenien, Belgien und Niederlanden so hoch und so weiter. Da stochert die Politik natürlich im Finsteren und agiert phasenweise natürlich parteipolitisch. Also wenn ich daran erinnere, in dieser Woche das Bekanntgeben der neuen Maßnahmen, zu denen es zu dem Zeitpunkt noch keine Verordnung gab. Es ist einerseits fahrlässig, meiner Meinung nach aber auch mit Vorsatz, dieser Satz im privaten Bereich 6 Personen vom Gesundheitsminister Rudi Anschober verwendet worden. Man wollte die Bevölkerung einmal mehr ein bisschen im Unklaren lassen darüber, was da jetzt erlaubt ist, was im privaten Bereich ist. Und ich halte das für sehr gefährlich und die Kritik daran für gerecht, weil die Bevölkerung dann nicht mit besonderer Vorsicht wegen der Unklarheit reagiert, sondern der Meinung ist, na, die Politiker wissen es auch nicht, ich mache mir meine eigenen Regeln. Sehr gefährlich und darum die starke Kritik an der Politik. Und an der Kommunikation dürfte es offenbar schwer hapern. Verliert die Regierung nicht wirklich langsam an Boden und an Glaubwürdigkeit? Die Regierung verliert vermutlich an Boden und an Glaubwürdigkeit. Überraschenderweise setzt sich das weder in Österreich oder zum Beispiel in Deutschland jetzt irgendwie in den Umfragen fest, vielleicht ein bisschen bei den Grünen, jedenfalls weder bei der Kanzlerpartei in Österreich noch in Deutschland. Merkel und Kurz verlieren da überhaupt nicht an Zuspruch, obwohl die Glaubwürdigkeit ohne Frage etwas verloren geht. Man kann sich jetzt die Frage stellen, sind die Politiker dran schuld oder hatten sie ohnehin keine Chance? Ich meine, oder das Profil meint insgesamt, glaube ich, konsensual, dass am Anfang, also in den ersten 4, 6, vielleicht auch 8 Wochen, also direkt nach dem Lockdown, sehr viel richtig gemacht wurde mit einigen Übertreibungen, aber dass sich dann etwas verloren hat und dass dann Kompetenzen zwischen Ländern und dem Bund, zwischen Regierung und Opposition, ja, aber auch in Einzelfällen, dass dieser Kompetenzenstreit und die lange Zeit dazu geführt hat, dass die Politik stärker außer Kontrolle geraten ist als derzeit das Virus in Österreich. Schauen wir uns die aktuelle Situation an. Kuchl in Salzburg ist unter Quarantäne gestellt worden, Berchtesgaden in Deutschland, im Berchtesgadener Land. Darf man nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen überhaupt noch fragen? Man soll sogar. Also es sind gewisse Basics sind bekannt und unbestritten, also wie sich das Virus ausbreitet, welche Einzelmaßnahmen helfen, aber also Abstand halten, Hygienemaßnahmen und so weiter. Wo die dann wirklich angewandt werden können, sinnvollerweise, das ist eine politische Frage natürlich. Ne? Also ich kann natürlich nicht die Menschen über ein halbes Jahr voneinander trennen. Ne? Also es muss da eine Grauzone geben und diese Grauzone jetzt zu vermitteln ist, gebe ich zu, ein schwieriges politisches Unterfangen. Leider hat es eben, wie du gesagt hast, die Regierung bis jetzt, oder jetzt gerade in den letzten Wochen, ziemlich stark vergeigt. Also Stichwort Kuchl, drastische Maßnahmen, die offensichtlich, wie ich höre, von der lokalen Bevölkerung zumindest zum Teil nicht verstanden und zum Teil auch nicht akzeptiert werden. Und dann wird es dann natürlich schon schwierig, weil die Solidarität, die uns sozusagen verbunden hat, noch in den ersten Wochen, im März, April, auch die Solidarität mit den schwächeren und gefährdeten Personengruppen, die geht jetzt irgendwie zunehmend verloren. Das ist ein Problem. Was wurde aus der Corona-Ampel? Ich bin mir nicht sicher, was daraus wurde. Jedenfalls ist die schlecht gestartet, nämlich ohne Strom. Dann war ein bisschen zu viel Strom dran, dann war es die Falsch. Also weder die Watt noch die Voltzahlen haben wirklich funktioniert. Und die Corona-Ampel jetzt auf Österreich alleine beschränkt, erschien mir auch nicht besonders sinnvoll. Insgesamt ist es, glaube ich, jetzt als journalistischer Nicht-Experte, ist die regionale Eindämmung schon die richtige Herangehensweise. Allerdings sollte dieses regionale Eindämmen, sei es zum Beispiel Kuchl oder bezirksweise oder auch ortsweise, erscheint es nicht sehr sinnvoll, dass das, wenn eine Landesgrenze da ist, dass dann unterschiedliche Maßnahmen zwischen Bayern und Salzburg zum Beispiel ergriffen werden. Insgesamt wäre sicherlich die richtige Lösung ein europaweites Art Ampelsystem, bei dem allerdings klar
klar zugeordnet ist, was die Folgen sind. Das war in Österreich ja nicht klar, da gab es eine Ampel, aber es war nicht klar, ob damit unmittelbar Folgen verbunden sind. Nein, waren auch nicht verbunden. Insgesamt wäre der kurzfristige regionale Shutdown, Lockdown vermutlich eine ganz gute Maßnahme, um das Problem in den Griff zu kriegen. Vielleicht nochmal zu dem Problem. Wir haben derzeit 20.000 aktive Fälle. Das sind von den 60.000, die jemals aktiv getestet wurden, sehr viel, nämlich ein Drittel. Aber so schlimm ist das Ganze nicht. Einerseits wird natürlich viel mehr getestet als vor 6 Monaten. Und andererseits wäre diese absolute Zahl, man muss das immer wieder sagen, ja nicht schlimm, wenn pro Tag gleich viel neu gemeldet würden, wie jetzt gesund werden. Es ist so, dass etwas mehr neu gemeldet werden als gesund werden. Wenn 2.000 gesund werden von den 20.000, es 2.000 neue gäbe, dann würde kein Problem entstehen. Es ist etwas mehr und genau um dieses etwas mehr, das einzudämmen, das versucht die Bundesregierung. Und insofern bin ich der Meinung, ich glaube, Sebastian auch, dass diese Maßnahmen, wie sie jetzt gerade verschärft werden, ein ganz gutes Mittel ist, um das bisschen zu viel runterzuholen. Schauen wir nochmal auf die Diskussion, die sich eben in der Gesellschaft auftut und die Gesellschaft auch spaltet in Sachen Corona. Wenn jetzt eine Impfung kommen würde, würde diese Impfung jetzt alles besänftigen oder die Diskussion nur noch größer werden lassen? Ich fürchte, dass uns diese Polarisierung noch länger beschäftigen wird, als Corona eine effektive Gefahr sein wird. Also es bricht irgendwie was auseinander, hat man das Gefühl, und ich glaube, das Gefühl ist auch begründet. Und das ist demokratiepolitisch möglicherweise ein gröberes Problem. Die Impfung ist auch jetzt schon umstritten. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es da erbitterte Kämpfe geben wird, wenn es eine Impfung gibt, darüber, wer sie kriegt, wer sie kriegen soll, wer sie kriegen muss. Also da droht noch mehrere Schlammschlachten drohen. Also einiges Ungemach, ist der gesellschaftliche Schaden sehr groß durch die ganze Sache? Ich glaube, dass da vor allem der psychische Schaden, der global neben dem ökonomischen Schaden entsteht, sehr groß ist. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Titelgeschichte über Resilienz. Resilienz ist Widerstand gegen widrige Umstände, die natürlich angekoppelt war und ist an die Frage, was macht Corona mit den Menschen? Wie sehr traumatisiert das? Was macht es vor allem mit den Kindern neben der ökonomischen Frage? Und in dieser Hinsicht wird Corona noch Folgen haben, lange über die Zeit hinaus, in der es ein unmittelbares medizinisches Problem gibt, wahrscheinlich auch über die Zeit hinaus, in der es ein ökonomisches Problem gibt. Oder auch kurz gesagt, die Zahl der depressiven Verstimmungen oder Depressionen oder verstärkten Depressionen, diese Zahl steigt natürlich. Dankeschön euch beiden. Das Streitgespräch über Corona im neuen Profil nachzulesen, schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.